und nach mit einem immensen Zeitaufwand diskutieren müssen. Das ist wahr. Das können Sie im Internet googeln, sich Unterlagen ausdrucken und vorlesen. Clara Scharfenstein, 12. Klasse des Heidelberger Bunsen-Gymnasiums, hat es geschafft. Sie wurde bei den Schulmeisterschaften im Debattieren zur besten Rednerin gekürt. Mit ihren Mitschülern gewann sie dazu noch den Titel Bestes Team. Ihre Taktik hört sich einfach an. Mir wurde halt gesagt, okay, du bist dritte Rednerin. Du musst auf jeden Fall mitschreiben während der ganzen Argumentation, damit du die Argumente aufgreifen kannst. Das habe ich gemacht und mir dann halt immer direkt überlegt, was ich darauf sagen könnte. Professionelle Unterstützung bekamen die drei Mannschaften aus Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen vom Heidelberger Debating Club. Die wichtigste Grundregel ist, denke ich, dass man sein Publikum dort abholt, wo es steht. Ich kann mit der Stimme hoch und runter gehen, ich kann andere Worte wählen, ich kann Pausen setzen oder ich kann eben mit Gestik und mit Mimik entsprechend Ausdruck dort verleihen, wo ich ihn gerade brauche. Erarbeitet werden musste das Thema gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Eine Gruppe musste in die Rolle der Regierung schlüpfen, eine in die der Opposition. Die dritte Mannschaft stellte die Fraktionssprecher. Eine Stunde hatten die Schüler mit den Profis Zeit, ihre Haltung zum Thema vorzubereiten, Strategien zu entwickeln. Ganz kleine Gesten machen, man kann sagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man kann eine Waage haben, also es gibt ganz unterschiedliche Gesten. Und dann kommt der Schluss. Das ist das Allerwichtigste, diese Schlussfolgerung. Und deswegen sollten wir bei uns. Vergeben hatte das Thema die Landeszentrale für politische Bildung. Wir wollen natürlich, dass junge Menschen sich dem Europagedanken nähern oder Europa überhaupt bewusst werden. Wir sehen, Europa hat noch nicht seinen Weg gefunden. Und die Wege müssen diskutiert werden und die sollen diskutiert werden. Debattieren lernen gehört zur Politik wie das Salz in der Suppe. Genau deshalb lud die Stadt Heidelberg zum 5. Mal zum Debattierschulwettbewerb ein. Wir haben in Heidelberg eine Kultur des Dialogs, deswegen versuchen wir auch frühzeitig junge Menschen zu begeistern, auch bei uns im historischen Ratssaal Diskussionen über europapolitische oder auch umweltpolitische oder auch soziale Themen zu führen, damit wir sie frühzeitig gewinnen, sich für ihre Gemeinschaft, für ihre Gesellschaft zu engagieren. Dann wurde es ernst, die Meisterschaft begann. Aus Schülern wurden Politiker. Ein kleiner Bürger identifizierte sich mit der ganzen EU? Nein, natürlich nicht. Wie sollen wir diese Differenzen, die durch viele Nationalstaaten innerhalb der EU entstehen, überhaupt irgendwie unter einen Hut bekommen? Ist das das, was wir erreichen wollen? Dass jeder mitziehen muss, auch wenn er es nicht möchte? Nein, das kann es doch nicht sein. Die Reden kamen an, auch der Coach des Heidelberger Bunsen-Gymnasiums war zufrieden. Am wichtigsten finde ich, dass die Leute, alle Teilnehmer sich auf die Gegenmeinung eingelassen haben. Dass es eine Dynamik in der Debatte gab, dass man tatsächlich sich auf den Gegenüber bezogen hat und nicht aneinander vorbei geredet. Ja, dass man wirklich die andere Meinung ernst nimmt, sich damit auseinandersetzt. Das ist das, worum es in der Debatte geht. Und das haben alle Teilnehmer hier wieder sehr schön vorgemacht. Und den Schülern hat's gefallen. Das hat sich wirklich gelohnt, hier zu sein und das hier mitzumachen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend und sehr informativ. Man hat ganz viel gelernt, auch über Rhetorik und wie man gute Reden hält. Sehr streitbares Thema Europa an sich. Und vor allem macht es Spaß.